Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Firewatch. Das ist im Februar 2016 auf Steam erschienen. Toll, ein Datum musste ich mir merken und das habe ich nicht auf die Kette gekriegt. Fantastisch. Na gut, Firewatch jedenfalls scheint ja so circa jeder schon gespielt zu haben, gefühlt. Ja, und jetzt wir auch. Das habt ihr jetzt davon. So, ich habe noch nicht gespoilert, also noch nicht geguckt. Lalalala, wir spielen ein neues Spiel. Ah ja, Speicherstände. Gut, neues Spiel bitte. Und ein Ladebildschirm. Ich habe schon geguckt, wie RSD läuft. Campus Santo präsentiert. In Zusammenarbeit mit Panic. Was? Panic? Warum? Oh nein! Hilfe! Boulder, Colorado, 1975. Musik. Du siehst Julia. Julia sieht gut aus. Julia ist... hat sich heute ganz besonders schick zurechtgemacht. Was? Muss ich irgendwas tun? Du siehst Julia. Okay. Sie ist ungefähr in deinem Alter. Ende 20. Okay, ja, das wäre schön. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels eindringen. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Also, was ist dein Hauptfach? Du siehst gut aus. Okay, oh meine Güte. Ich und Anmachsprüche, das ist ungefähr so wie... Ja, weiß nicht. Also, was ist dein Hauptfach? Du siehst gut aus. Entwaffnend ehrlich, ne? Du siehst gut aus, antwortet sie unbeeindruckt. Du siehst gut aus. Du siehst nicht so gut aus. Du hast jetzt schon einen Kater. Was? Entgegnest du ihr verwirrt. Du könntest bestimmt einen Cheeseburger Oh ja, ich habe Lust auf Cheeseburger, sagt sie. Sie winkt einen Kellner heran. Eine Woche später seid ihr zusammen. Echt? Okay, das lief ja prima. Mensch. 75, das soll, warte mal, 75, oh, da sind wir, Objekt benutzen. Sehr cool, oh, wir haben Beine, wir haben, was, ein Gürtel an, wir haben die Gürtelschnalle auf der, ist die nicht auf der verkehrten Seite? Weiß ich nicht, gibt es überhaupt eine verkehrte Seite? Nehmen, yes, okay, cool, so, was nun? Hier rolle, ich bin gar nicht da, ich will wieder nach oben, oh, das ist aber ein bisschen sehr empfindlich. Hilfe, 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 ich will gar nicht hier hin. Okay. Putzzeug. Ich denke, es ging um Firewatch. Das ist die Vorgeschichte, warum wir uns zurückziehen. Ne? Es geht um Henry. Also, wir sind Henry. Und ja, da steht schon unser Pickup. Hallo. Und wir ziehen uns aus dem Leben zurück. Deswegen nehmen wir diesen Job als Fire Inspector an. Ein undefinierbar schwarzer Schatten. Oh, nee, hier ist nichts. Oh, warte mal, das ist mir noch ein bisschen zu heftig. Einstellungen, Gesamtwahrscheinlich, nee, das ist okay. Lalalala, Steuerung. Hier die Mausempfindlichkeit, die setze ich mal ein bisschen runter. Ich glaube, fortsetzen, ja. Oh ja, viel besser. Viel besser, sonst wird mir das zu hektisch. So, ich hau ab. Kann ich eigentlich hier laufen? Ja, nee. Das ist bestimmt total sinnlos, was ich hier mache, ne? Weil wir ja doch mit dem Auto los müssen. Ja, und da wird's hell. Ist das eigentlich Present Day hier? Weiß ich nicht. Okay, ja gut, da gibt's nichts. Hallo, jemand hier? Hallo? Na? Da leuchtet's. Aber nur für... ist nicht. Okay, 2, 1. Nun. 1, 2, 3, 4, unser Ladefläche. Nö, den nehme ich mit nach vorne. Einsteigen. Ich will doch nicht. Nein, ich will das nicht. Das klaut doch jemand. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Und es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität. Mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund.
Oh ja, was denn für einen? Ich meine, es gibt einen verwahrlosten kleinen Beagle. Naja, gut. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Was für ein Unterricht? Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Och, wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnt ihr nicht zustoßen. Es ist ein imposantes Tier. Also eigentlich möchte ich gerne den Schäferhund. Nehmt den Schäferhund und nennt ihn Mayhem. Ihr entscheidet euch für den Beagle. Sie tauft ihn Bucket. Also Bucket finde ich gut, aber besser für den Schäferhund. Ich möchte den Schäferhund. Okay, sollen wir nicht irgendein anderes Tier nehmen, weil wir uns beide nicht einigen können? Ach, wir sind jetzt ein Jahr zusammen, gerade zusammengezogen und schon ergeben sich Probleme. Nee, 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 nee. Wir holen uns eine Katze. Ein Hamster. Meerschweinchen. Irgendwas zum Kraulen. Okay, los, komm. Bucket. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt ihr gar nicht mehr über einen anderen nach. Julia liebt ihn. Du auch. So, nur dass du es weißt, du liebst ihn auch gefälligst. 1979, ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 Uhr abends und in die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Okay, also das mit dem Hund hat geklappt. Das war der Beziehungstest. Jetzt sind Kinder dran. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Einmal kleine Dummköpfe. Ach ja, das wäre schön. Ich wollte schon immer Kinder mit dir. Der Hund braucht was zum Spielen. Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das finde ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein. Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Okay, gut, trink doch noch einen Schluck Bier. Du findest, sie hat vollkommen recht. Was nun? Oh, okay, Rums. Immer noch der. Oh, warte mal. Das ist jetzt aber nicht mehr. Wo ist mein. Siehst du, habe ich doch gesagt, dass er geklaut wird. Habe ich es nicht gesagt? Zack. Und schon ist soweit. Ja, toll. Wo ist der? Ach Mann. Irgendjemand hat ihn hier mitgenommen. Ich weiß es genau. Na, da sollen wir hin, ne? Nee, dann gehe ich natürlich erstmal in die andere Richtung. Warte, wie war denn das? Wir haben auch noch mehr andere Sachen. Oh, da. Fire Danger Today. Ja, wir sind endlich da. Low, Medium, High, Super. Prevent Forest Fires. Ja. Wir kommen nicht mehr weg hier. Wir kommen nicht mehr weg. Gibt es Secrets? Ich frage nur so, weil es mich interessiert und weil hüpf, sollte man nicht springen können? Weiß ich nicht. So, was haben wir da? Thoroughfare Trailhead. Das ist ja ein Spitzenname. Du Fuchs. Ah, immerhin das funktioniert. Okay, rechte Maustaste. Was? Rechte Maustaste. Okay. Two Forks. Look out. Wo sind wir denn? Wir sind im Trevor Trailhead. Two Forks. Wo ist Thunder Canyon? Five Mile Creek. Cotton Ruby. Two Forks. Das. Ach nee, hier, da. Sie befinden sich hier. You're in their country. Learn to live with beers. Natürlich, die mögen bestimmt auch Alkohol. Do not forget to check in. No fireworks. Thoroughfare is not recommended in was? In experienced hikers. Yeah. That's a primary. Blalala. Okay, gut, ja. Toll. So, Klingel, ich bin da. Okay, ist schon schön, ne? Das ist übrigens, war das nicht die Einstellung Ultra? Das ist Ultra hier. Das ist halt, oh. Ich will wissen, wo wir lang gehen, damit ich wieder zum Auto zurückfinde. 1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Warum das denn? Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Ja, das passiert mir auch häufiger. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie. Was? Als sie ins Bett kommt. Ja, aber es ist doch schön, dass sie einen schönen Abend hatte. Ich will gar nichts von dem. Du ignorierst sie. Ja, passiv, ne? Passiv-aggressiv. Du wirst sauer.
Warum? Frag doch einfach mal, hey, Schatz, wie war's? Du ignorierst sie. Nein, du bist sauer. Du bist seit... Oh, Alter, was ist denn da los? Du bezeichnest sie als rücksichtslos. Arsch, leck mich doch, brüllt sie. Stell dich nicht so an. Und sie hat völlig recht. Du bezeichnest sie als egoistisch. Warum? Sie weiß, dass du es ernst meint. Es verletzt ihre Gefühle. Ja, das, ja. Kann ich mir gut vorstellen, du? 1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Oh, das ist aber eine Menge Zeichnung und so. Du spannst deine Muskeln wie He-Man an. Jawohl. Du tänzelst herum wie ein Victoria's Secrets Modell. Hä? Nee, ich bin nicht so gut da drin. Ich sehe in Victoria's Secret Unterwäsche nicht so besonders aus. He-Man, du siehst toll aus. Ich weiß. Oh, ach so, ich muss draufklicken. Okay. Hui. Was? Was machst du da? Oh, guck mal. Jetzt habe ich... Warte mal. Habe ich kurze Hosen an? Kann ich das irgendwie sehen? Nee. Ah, auf jeden Fall noch derselbe Gürtel. Ah, den hätte ich auch mal wechseln können. So, das war dann No Turning Back, ne? Damit wird klar, warum wir hier sind. Weil die beiden sind jetzt nicht mehr und überhaupt. Was ist denn mit Kindern? Also Hund hat ja geklappt. Was ist mit Kindern? Hat es funktioniert? Und... Wenn ja, warum nicht? Okay, so. Kann ich auch laufen? Nee, kann ich immer noch nicht. Da, Post. Two Folks. Feuerwachturm Two Folks. Noch 13 Kilometer. Leute, wird ein langer Abend. Oh, hier, jetzt. Hüpf. Ach so, lass uns nur klettern. Nicht hüpfen. Oh, fantastisches Panorama. Oh, 1982. An Sommerabenden geht ihr gern mit Bucket spazieren. Ich mag den Hund immer noch nicht, aber warum? Ist ja auch egal. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her. Oh, wie cool. Einer versucht, was? Euch mit einem Messer auszurauben? Alter. Er tritt Backe. Nein, der arme Hund. Verdammter Hund. Oh, verdammter Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Oh nein, die Ärmste. Du stellst dich im Angreifer entgegen. Du jagst ihn davon. Du polierst ihm die Fresse. Er tritt Bucket. Er tritt Bucket. Er hat den Hund getreten. Er hat das Olle. Der hatte. Also, ich glaube sie ja wohl nicht. Du polierst ihm die Fresse. Ja, möchte ich gerne. Okay, schalte in einer halben Stunde nochmal ein, dann habe ich mich entschieden. Du jagst ihn davon, polierst ihm die Fresse. Du jagst ihn davon, reicht das denn? Er hat ein Messer. Ich probier's mal. Du greifst in deine Tasche, als hättest du eine Waffe und drohst ihn umzulegen. Du schaffst es, euch allen drei Angst einzujagen. Er haut ab. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Das ist ein guter Plan. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Oh, von da an spaziert er am Fluss entlang. Das ist auch schön. Wasser gucken ist super. Warum mache ich das so albern? 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Ja, sowas passiert. Julia wird einen Job in Yale angeboten. Yale liegt 3000 Kilometer entfernt in Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Oh, das ist immer blöd. Du überredest sie. Nee, sie muss auf jeden Fall. Sie muss auf jeden Fall den Job annehmen. Natürlich. Wenn sie. Also erstmal ist das eine coole Option. Und dann. Ja, wenn sie Spaß daran hat, dann soll sie das auf jeden Fall machen. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden. Ja, ihr müsst euch ein bisschen mehr Mühe geben mit eurer Beziehung. Aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Ja, auf jeden Fall. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. Das war nett von ihr. Und was macht Henry? 1985. Julia wird nach einem Vorfall...
Was? In Yale beurlaubt? Was ist passiert? Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hat, die für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher 2 Tage zuvor mit Freude geliehen hat. Julia, ist alles okay? Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem drüber reden. Ihr macht Macaroni und versucht, bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Nein, auf keinen Fall verdrängen. Da ist... Irgendwas ist ja... Aber vielleicht nicht so plump hier. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, oh nein, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41 und nee, die Ärmste. Ihr beschließt vorne erst niemandem etwas davon zu erzählen. Warum nicht? Das ist, wieso? Das muss euch doch nicht peinlich sein. Das ist, Dinge passieren. Es ist ja nicht so, als ob Julia das beeinflusst hat oder gewollt hat. Aber warte mal, 41, was ist jetzt mit Kinderkriegen? Kann ich noch mal nach den Kindern fragen? Tagebuch, yes. Okay, wow. Was? Hieben! Okay. Warum ist er nackig und warum sieht er aus wie... Weiß ich nicht. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. Okay, geht das? Ist das okay? 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. Oh ja, das ist so fies. Das ist so unfassbar fies. Demenz ist... Ach nee, ist einfach nur... ätzend. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. Ungeborene, also es hat keine Kinder gegeben, auch Leute. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Okay, ja, nun. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Das ist mal ein guter Plan. Ihre Eltern sind niedergeschmettert. Natürlich sind sie das, aber es sind ihre Eltern. Und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Okay, über den ganzen Globus verteilt. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufforderung mit. Das ist doch nett, aber wieso eine Weile lang? Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. 1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann. In einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Nun, ja, du, also so fies das auch ist, aber du musst ja auch Geld verdienen, ne? Und du kannst nicht rund um die Uhr für sie da sein, auch wenn das eine fiese Entscheidung ist. Aber ja nun, du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Ja, vielleicht sollten wir ihn erstmal fragen, wie er denn damit umgeht, wie das für Henry ist. Also ich bin schon dafür... Ich selbst wäre so drauf, dich selbst um sie zu kümmern. Aber gibt es nicht auch noch einen Mittelweg? Ich meine, Daniel ist ja schon mal gut, dass der kommt. Aber gibt es da nicht eine bessere Lösung? Du zählst zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen. 2-mal die Woche. Gut, das ist nicht viel, aber immerhin. Okay, ich versuch's mal hiermit. Aber das kostet alles Geld. Also auch richtig viel Geld. Also richtig viel Geld. Und mal davon abgesehen, ja, na komm, es geht hier darum, was das Beste für Julia ist und nicht, was das Beste für dich ist. So, hier kommen wir hin zurück zum Point of No Return. Ich bin froh, dass wir es so weit geschafft haben. Okay, nun. Ach, ist schon schön hier. So, aber... dass du jetzt hier im Wald bist und weg von allem bist, kann nichts Gutes bedeuten, ne? Ah.
Das kann. Oh, guck mal. Was ist das? Kommen wir da hin? Ist das stilisiertes Wasser? Nee, hier gibt's kein Wasser. Hallo? Okay. Komm, du kriegst es hin. Ja. Sehr. Ein Reh, guck mal, ein Reh. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Ihre Eltern sind mit deiner Entscheidung einverstanden. Du findest eine großartige Einrichtung für sie in Boulder. Du besuchst sie jeden Tag. Später nur noch an jedem zweiten Tag. Ja, das ist das Fiese, ne? Das ist das echt Fiese. Du siehst den Menschen, den du liebst, den du glaubst zu kennen, und ja, es wird ja nicht besser. Du gehst mit deinen Freunden in die Bar. Es ist nicht mehr wie früher. Wenn du mich jemals so wie Henry in ein Heim steckst, schneide ich dir die Eier ab. Glaubst du, bekommt jeder deiner Freunde von seiner Frau zu hören? Ja. Nee, komm bitte. Das ist so, ja, das ist so diese Nummer mit, du hast es dir leicht gemacht, so hast sie in ein Heim gesteckt. Aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Sie braucht besondere Betreuung. Und mal ganz, also, ne, Hand aufs Herz, wer kann diese besondere Betreuung leisten? Du beschließt allmählich, dich seltener mit deinen Freunden zu treffen. Ach, nee. Nee, du brauchst ein Korrektiv. Deine Freunde sind wichtig. 1989. Julias Schwester Susan zielt nach Boulder, um in ihrer Nähe zu sein. Sie besucht sie täglich. Manchmal begleitest du. Wieso manchmal? Okay, die Besuche sind noch seltener geworden. Oh Mann. Susan kauft dir eine alte Schreibmaschine. Du sollst schreiben, wenn du schon keinen Therapeuten aufsuchen willst. Willst du nicht? Du hast Susan schon immer sehr gemocht. Monate vergehen. Bucket stirbt. Ach, Mann. Wenn du Julia von ihm erzählst, kann sie sich nicht an ihn erinnern. Manchmal dauert es auch nur eine Minute, bis sie dich erkennt. Insgeheim glaubst du, es liegt daran, dass du sie immer seltener siehst. Und je seltener du sie siehst, desto mehr vergisst sie dich, glaubst du. Fies. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Was? Oh nee, das ist wirklich weglaufen. Du nimmst den Job an. Das ist wirklich weglaufen. Okay, Ladebildschirm. Hey, ich find's gut. Halbe Stunde und wir haben die Vorgeschichte geschaut. Wie lange ist das? Oh. Betritt den Feuerwachturm. Sehr gerne. Haben wir eigentlich eine Map? Wir haben eine Map. Eine Map, mit der ich's näher halten. Cool. So, wir sind da. Okay, sie befinden sich hier. Okay. Retomp? Oh, okay. Karte wegstecken. Ja, ist gut. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Und da leuchtet was rot. Könnt mir eigentlich noch mal gucken? Oh, guck mal, es ist so eine schöne Nacht. Lass uns hier draußen übernachten. Nee, es war ein beschwerlicher Aufstieg. Und ich denke, Vollmond. Ich denke, wir werden noch oft genug hierhin zurückkommen, ne? Schließlich wird das ja unsere Wirkungsstätte für die nächsten Leertaste. Was? So. Für die nächsten, keine Ahnung, wie lange eigentlich. Für die nächsten 14 Folgen. Das geht gar nicht. Ich komme nur von hier. Hüpf. Ah, ich komme da hier rüber. Okay, gut. Er hat tatsächlich kurze Hosen an, ne? Na, hast dich aber extra schick gemacht, du. Guck mal, ist das nicht traumhaft schön? Was war das? Warte mal, da war alt. Was ist da? Was war das eben? Da ist doch kurz was aufgeflackert. Was war das? Da. Feuerwachturm. Ach, da hinten. Okay, es gibt noch mehrere. Natürlich tut es das. Okay, Thoroughfare. Ist da irgendwas? Ja, wir sehen gar nichts. Aber ist der Mond nicht schön? Oh. So, genug herumgeschwafelt. Auf! Wir haben Aufgaben. Ich weiß zwar nicht was, aber hey. Juhu, ist jemand hier? Hallo? Was ist das denn? Ach, das ist nur der Schatten. Guck mal, da sind Gasbehälter. Das sieht hier aber sehr, sehr zu aus. Ah, nee. Ich hole erstmal die Gasbehälter. Die werden wir doch bestimmt benötigen, oder? Ist das
Man lagert die draußen? Ich glaube schon. Ja, man lagert sie draußen und eine ist da noch in Reserve. Gut, ich bin beruhigt. Wir haben so Gas, wir haben es schön warm. Und überhaupt, wo waren die Tür? Hier, Tür öffnen. Jo, schalte den Strom ein, sehr gerne. Da sehe ich es schon. Ja, Mensch, ist ja gemütlich hier. Super, Generatorschalter. Katsching! Das ist ja... Was? Nee, ich bin jetzt gerade nicht da. Supplies for Two Forks. Altes Holz, alter Holzofen. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Kiefernzapfen. Yay! Fallen lassen oder untersuchen? Untersuchen, ganz dringend. Okay. I know you're there. Your lights are on. Das kommt dir nur so vor. Yay! Wir haben Licht. Kochbuch. Nicht schlecht. Ich traue mich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wasserbehälter. Ist da was drin? Weiß ich nicht. Ein außergewöhnlicher Geist. The Singular Mind. Weglegen. Okay. Achso, weglegen. So, cool. Okay. Hier soll ich schlafen. Mensch. Supplies. Okay, ich komme. Hallo. Da ist ja noch so ein Ding. Was ist das für eine Karte? Greetings from Wyoming. Wild and free. Also gut. Hallo. Wer ist denn da? Moin. Linke Umschalttaste halten. Okay. Was? Hä? Moment. Was? Dialogauswahl. Ach so. Mit der ja sprechen. Hallo. Hallo. Hi. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine. Then can I sleep forever? Sure, buddy. Was? Du hast 3 Ehemänner. Wieso ist er so? Du rebellierst gegen deine Mutter. Zu Hause kann ich niemand leiden. Alter, warum? Nee, ich will das alles nicht sagen. Du hast... Was? Okay, 3 Männer. Oh, shit. Oh, ich muss also... Er bestimmt hat. Firewatch. Aha, welcome to the job. Ja, hey, Tag 1. Cool, hey. Okay, wir bekommen Aufgaben, glaube ich, ne? Oh, er schreibt. Okay, Antwort auf den Funde. Ich habe wohl verschlafen. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Ooh. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Yeah. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Was? Are those fucking fireworks? Was? N, da. Achso, Kompass benutzen. N. Feuerwerk. Ja? I need you to confirm. Do you see them? Whoa, yep. That's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job?
Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Okay, klar, gerne. Müsste ich irgendwas mitnehmen? Schreibtischlampe? Nee, Vorräte. Ja, ist ja gut. Soll ich meine Fäuste? Kann ich einen Strafzettel auszahlen? Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Okay. Praktisch. That's one word for it. Mhm. So, warte mal, aber muss ich noch irgendwas mitnehmen? Jetzt mal nicht so schnell hier. Ich brauche eine Jacke, weil es ist total kühl hier. Und geschlafen hat er auch gut. Kalender. Oh gut, aber machen können wir damit nichts. Was? Die Patriotin? Der Tod kommt um 2. Lalalala. Was haben wir hier denn noch? Wasserbehälter. Was? Stadtforestführer. National Forest. Wyoming. Kochbuch. Pfanne, Kaffeekanne. Ist da noch was drin? Ach, Mist. Nee. Bleichmittel. Fallen lassen, untersuchen. Ja, okay. Zurücklegen. Ey, wirf das hier nicht so hin. Wirf es wenigstens, keine Ahnung, irgendwo hin, wo es nicht stört. Na gut, Feuerlöscher. Kann man aber nicht mitnehmen. Sonst brauche ich nichts. Okay, sonst brauche ich nichts. Tür öffnen. Gut. Ich hau ab. So, sollten wir das Fenster nicht schließen? Alles sehr sicher hier. Was? Okay. Lalalala. Lalalala. Da, da. So, jetzt lass mal gucken. Erstmal die Map. Genau. Ist das hier irgendwo 3-0? Welchen sollten wir? 3-0? Weiß ich nicht mehr. Hole das aus 306. Okay. Wir müssen also Richtung Westen. Wie praktisch. Okay. Und Westen ist genau. Ist genau da. Na, okay. Ich leg mal die Map beiseite. La, da, da. Johnson Lake. Okay. Tü-lü-lü. Warte mal, ist das richtig? Ich bin mir nicht sicher. Okay, also, wenn. Da ist Norden. Doch, wir müssen hier hingehen. Okay. Warte mal. So. Das ist doch richtig, oder? Nun, wir werden es gleich herausfinden. Warum kann ich nicht laufen? Ich würde so gerne laufen. Da, da, da. Ach, ist das nicht schön hier. Wald ist super. So schön ruhig. Und, warte mal, ich kann ja auch querfeld einlaufen. Wie wäre das denn? Das kommt mir sehr viel mehr entgegen. Immer der Sonne entgegen. Die Sonne geht im Westen auf. Nee, geht das nicht irgendwie anders? Im Osten unter. Bin ich noch auf Kurs? 306. Da ist Westen. Okay. Westen ändert sich mit... oh shit. Hilfe. Da ist die Kiste. Da ist es glücklicherweise alles nahe bei. Warte mal, lass mal kontrollieren. Ist das wirklich so? 306? Ja, tatsächlich. Okay, es ist alles nahe bei. Gut, das finde ich sehr gut. Versorgungskiste. Was? Was soll ich jetzt damit machen? Uschi Bescheid sagen. Ich habe die Kiste gefunden. I found the supply box. Great. Okay. Aber kann ich die jetzt... Oh, ach so. 1, 2, 3, 4 war es, ne? Ja, genau. 1, 2, 3, 4. Yay! Heureka! Da ist eine Kanotenkarte. Informationen abschreiben. Okay, was hast du da für Informationen? Karte aktualisiert. Und was steht da? Nachricht. Ron, hey man, guy couldn't take it, so I locked up this lookout and put some stuff in the box. Found one of those bars you liked hiking into the park, but let's get fucked when I'm back. Dave. Mhm. Oh, ach so.
untersuchen, lesen. Ach, ich hätte das doch so machen können. Der Typ ist nicht klargekommen, also habe ich ihm einen Turm abgeriegelt, genau, ein paar Sachen in die Kiste getan. Jetzt habe ich auch einen Riegel gefunden, die du magst. Ich war da jetzt im Park, aber wir sollten uns verlaufen lassen, wenn ich wieder da bin. Schön. Schließen. Das ist ja, ach so, so, okay. Untersuchen, aufbewahren, halte E. Ich möchte es auf jeden Fall aufbewahren. Tannenzapfen. Werden wir die irgendwann nochmal brauchen? Welcome. Also weg damit. Da ist einer von diesen Bars. Fallen lassen, untersuchen, essen. Ich bin hungrig wie sonst was. Und ein Seil. Kümmere dich um das Feuerwerk. Sehr gut. Das nimmt er direkt mit. Schließen. Sollten wir nicht das Schloss wieder anbringen? Ah, was soll's. So, Richtung. Halt, Moment. Also, wir sind hier. Two Folks, lala, Medicine Wheel. War nicht das Feuerwerk irgendwo hier? Also, wir müssten dann zumindest in diese Richtung weitergehen, ne? Trödelödelö. Das war gar nichts. Ah, ist schön. Ja, ist schön. Ist schön. R, langsam schnell laufen. Ja, das finde ich gut. Ich bin Speedy Gonzales. Diese Aussicht, aber echt. Okay. Diese Aussicht. This vista is incredible. Which one? Down the hill from my tower. There's a canyon and then the rest of, well, everything. Yeah, you should see what I'm looking at. An eagle has been hovering over this gorge for the past hour. And maybe if you're good, you can come by and see it at the end of the summer. Hm. Okay. Sehr gern. Ach, guck mal hier. Nee, was? Hä? Wo sind wir denn hier? Ich laufe doch schon. Kümmere dich um das Feuerwerk. Ich bin da, genau. Müssen wir da zum. Warte mal, ich höre es. Moment. Ich höre es. Aber wo? Wir müssen schon ziemlich nah sein, ne? Es ist nicht hier. Ich sehe es nicht. Baum mit Krallenspuren. Ach, ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, ne? Hey, there's a tree out here that's been ripped to hell. And? Don't you think that's, you know, like, disconcerting? Henry, there are 500-pound grizzly bears out here. They sharpen their claws on trees. We don't have grizzlies in Colorado. People killed them a long time ago. Well, in the thoroughfare, they hunt people, they kill people, they bury their bodies, and then come back weeks later to eat them because they prefer rotten meat. People just disappear. Don't you think that's disconcerting? No, Henry, that's life. Christ, lady. Okay. Leertaste abseilen. Cool. Aber warte mal, dann ist. Achso. Ist das gut? Weil das Seil sind wir dann losgeworden. Okay, cool. Wir haben das Seil noch. Jo. Ach. Ganz toll. Ganz toll. Kletterunfall melden. Ja. Aua! Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. So, die Frage ist aber, wo ist denn jetzt das, was Wiese melden? Warum muss ich alles melden? Ein perfekter Ort zum Campen. There's a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Wir können noch mehr. Was, wo soll ich suchen? A big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Da. Maybe keep heading west toward the lake. West towards toward the lake. Bierdose. Aufräumen, halte E. Natürlich räumen wir auf. Aufräumen, wir nehmen die alle mit. Könnt ihr voll knicken, Leute.
Wenn ihr vorhattet, hier noch irgendwas zu machen, vergiss es, Babe. Zack. So. Die sind eh leer. Da könnte noch was drin sein. So, haben wir sie alle erwischt? Ich denke schon. Okay. Ist da noch was? Nee. Was ist das denn da? Ah, guck mal. Rucksäcke. Was kann ich nicht machen? Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Okay. Toll, Leute. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Das glaube ich ja nicht, ey. Was haben die hier alles, ey? Das glaube ich ja wohl nicht. Die haben sich hier eine schöne Zeit gemacht, ne? So, ich nehme das alles mit. Vergiss es. Kann ich das Lagerfeuer wenigstens austreten? Oh, oh guck mal. Ah, Kleidung. Oh. Okay. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Mm-hmm. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? There's a. Ooh. Yes? Das sind zwei nackte Frauen. There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know. Two? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. What is that guy doing over there? It's Gold Stereo! Untersuchen, fallen lassen. So. So. Okay, ich gehe zurück und fuck me. Das kann ich und das tue ich. So, das war gemein, ne? Kehre zum Wachturm zurück. Das wird bestimmt Konsequenzen haben, ne? Das wird bestimmt ganz üble Konsequenzen haben. So, bye bye. Ich bin weg. Ja. I might have got a little hot. What's a little hot? Some of their personal property took a swim. Ugh. Well, I can't do anything about it now. Nope. Thanks for dealing with him though. Seriously. No problem. Wo geht's denn jetzt zurück? Und schon habe ich mich verlaufen. Super. Verdammt, wo geht's denn jetzt zurück? Da geht's zum See zurück. Die beiden sind weg. Die beiden sind jetzt garantiert zum Tor. Mist, ich habe nicht drauf geachtet. Wo ist denn? Verdammt. Können die Gören sich im See eine Krankheit einfangen? Consumption? Not if they're not 19th century chimney sweeps, no. You know, whatever. I mean, if they drank a bunch, Giardia maybe, but probably not this time of year. Hm. That's too bad. Hm. Okay. Offensichtlich können wir falsche Entscheidungen treffen, ne? Also, habe ich ja gerade, ne? So, hm. Statt einfach zu sagen, ach Leute, hochklettern. Ja. Okay, aber wir müssen ja jetzt auch einen anderen Weg nehmen, weil die Sache mit dem Seil hat sich ja erledigt. Das hat garantiert Konsequenzen. Ach ja. So, ups. Okay. Nun, kann ich hier rüberklettern? Ach ja, easy. Leertaste hochklettern, das wird noch lustig.
So, die kommen mich doch bestimmt besuchen, ne? So, I have a bit of a confession to make. Was geht? What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Ach so, kein, was? Keine große Sache. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Ja, ich gehe schon back zu dem Lookout, aber ich finde, allein ich finde den Weg nicht. Warte mal, ich muss doch mal die Map bemühen. Oh, ist ja voll ab vom Kurs. Voll ab vom Kurs. Mann. Thunder Canyon. Two folks. Okay. Hier halten, Karte wegstecken. So, also, wir müssen Richtung Süden. Hm? Das klappt bestimmt total gut. Komme ich da hoch? Noch ein bisschen Richtung Osten. Also Richtung Osten ist ja richtig. Warte mal, stimmt das überhaupt mit der Karte hier? So, komme ich da durch? Oh oh. Ich brauche erstmal die Map zurück. Gewitter in der Nähe. Toll. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Okay. Yeah, I'm not sure I got a lot of choice in getting struck down. Especially not with your electric personality. Mm-hmm. Süß. Ugh. I see my joke did not spark your sense of humor. Nein. Nicht so. Ist schon okay. Okay, was haben wir denn hier? So, Karte. Erstmal die Sachen wieder rein. Boah, Karte aktualisiert. Nee, halt, ich war noch nicht fertig. Defeat. Defend. Was ist das? Taschenlampe. Taschenlampe ist immer gut. Ah, eine leere Taschenlampe. Doch nicht. Okay, und ein Hörnchen. Untersuchen. Ah, okay, cool. So, okay, wir haben eine Taschenlampe. Hey! So, aber ich habe mich total verlaufen, ne? Nee, wir sind fast da. Hüstel. So. Nee, warte, wie geht das? So. Ich mache heute die erste Folge mal ein bisschen länger, ne? Weil wegen. Es ist ja das Lücke im Gebüsch entfernen. Warum? Oh. So. So, okay, wo muss ich lang? Wir müssen Richtung Süden. Ich laufe genau in die falsche Richtung. Süden. Wir müssen dorthin. Okay, eigentlich brauchen wir nur nach Süden. Nur dort langlaufen, ne? Aber. Hä? Oh, warte mal hier. Ich könnte doch in dem Cave. War das so geplant? Ja, war das, ne? Höhle. Hier könnte ich. Ach so, warte mal. Moment, erst melden. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So. So I say, fuck it. You're a grown man. You can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although, Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Hello? Okay, können wir uns das mal merken? Cave. Okay. So, und Süden ist ziemlich genau dort. Ah, gut, wir müssen ja irgendwie rauskommen, ne? Kann ich hier hochklettern? Ich kann. Aber ist das auch gut? Ja, nein, das ist gar nicht. Doch, das ist okay. Okay, so, wo ist... Kehre zum Wachturm zurück, ja. Okay, nach Süden. Also wir müssen irgendwie dahin. Also hier um den Berg herum. La 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 la.
Okay, vielleicht sollte ich diesen Job nicht annehmen, wenn ich... Oh, das ist der Mond, oder? Nee, warte mal, was? Hier komme ich gar nicht lang. Sehr lustig. Doch, warte, hier geht ein Pfad hoch. So. Aber es ist doch eine sternklare Nacht. Wie kann es da gewittern? Naja, fast. Na, ob wir es wohl noch schaffen? Oh, das ist nicht gut, ne? Springen. Hüpf. Aber so gerade eben. Da nicht. Hier. Ach, ist schon schön hier, ne? Ach, ist schon schön. Und es ist auch fast Sonnenuntergang. Das ist viel, viel bemerkenswerter. Es ist bereits Sonnenuntergang. Oh. Hier können wir auch hochklettern. Aber bin ich noch auf dem richtigen Weg? Keine Ahnung. Okay, lass mal gucken. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja, naja, beinahe. Doch, sogar ziemlich genau. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Das ist nicht normal. Also für mich. Da, Felsen hochklettern. Okay, ist ein bisschen zuppelig, aber geht. Hast du da noch einen Ring an? Du hast ja den Ring noch an. Das sehe ich ja jetzt erst. Nee. So. Es hätte auch einen einfacheren Weg gegeben. Okay, es hätte auch einen viel einfacher... Ich klettere aber nicht immer wieder denselben Dings da hoch, ne? So, wir sind fast oben am Himmel. Ja, geht. Nee, ist immer noch alles richtig. Ist ja faszinierend. Okay. So, und jetzt? Was ist jetzt hier? Oh. Na, alles klar? Entschuldigung. Entschuldigung. Das tut mir leid. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Hey, you keep your lights on at night? I'm doing a crossword puzzle. I do a lot of crossword puzzles. Da sind wir doch. Da sind wir ja. So, hier. Generator. Okay. Das ist der Generator. Oh, Plumpsklo. Was? Warte. So it's just the outhouse then in terms of going to the bathroom. You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And full disclosure, I pee wherever I want as well. Oh nein. Habe ich nicht gesagt, dass sie herkommen werden, dass sie sich rächen werden. Woher haben sie gewusst, dass wir hier sind und dass wir, naja, ihr wisst schon, dass wir sind. Die haben doch Glasscherben. Oh, verdammt. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Im Handy funktioniert. Zerbrochene Fensterscheibe. We're gonna have to fix the window. Tomorrow, Henry. You won't be cold. Kann ich die Tür schließen? Nee. Don't treat on me. Okay, I put in a call. Was? Danke. That was fast. Yeah, well. Do you have any idea who could have done this? Naja. Wer ist da draußen? No, who's out here? I mean, I don't know either. I've never had a lookout be a target for violence. Great. I can't believe someone would do this. I mean, I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about who knows what out there. Okay, in the morning I'm going to call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know,
know, forever, and see if we can get a list of names. Huh. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Ja, mach, wo ich eine Waffe finde. Service weapons cache and I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun is kind of a bad idea. Grenades? I'll see what I can do. Okay, so, Bett. Tag 2. Oh, wir sind schon da. Okay, alles klar. So, Leute, aber den Tag 2, den machen wir jetzt nicht noch mal mit. Es reicht für, mal für heute. Leute, das war der erste Teil von Firewatch. Keine Ahnung, wie lange es noch dauern wird. Aber bevor er anfängt, doch, ja, sie fängt an zu quatschen. Okay, ich sag mal tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich bin wach. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.